Christian Heller ist Reporter. Aufgewachsen im engen Hamburger Gängeviertel, bekommt er die Chance, die Zentren des Jugendstils in Europa zu besuchen. Das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg nutzt sein Tagebuch, um einen tiefen Einblick in die bewegten Jahre um 1900 zu vermitteln. Das Besondere daran, Christian Heller hat nie existiert. Nur deshalb kann er den Psychoanalytiker Sigmund Freud treffen, auf die Weltausstellung nach Paris fahren und sich mit dem Architekten Henri van der Velde austauschen. Mit dieser Fiktion, die auf historischen Quellen beruht und mit Fotos, Videos und Originaldokumenten unterfüttert wird, unternimmt der Nutzer eine lehrreiche Reise in eine Epoche des Wandels, die dazu anregt, sich weiter mit dieser Zeit zu beschäftigen.